Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Mit die City River. Aha. Drive safe. Oh, aktuell liegen wir noch sehr gut in der Zeit. Wir haben noch 30 Stunden Reserve. Ich meine, einmal schlafen müssen wir auf jeden Fall noch innerhalb der Strecke. Vielleicht das schaffen wir mal problemlos. Du kannst sogar noch dreimal schlafen. Easy. Aber mal schauen, dadurch, dass es jetzt um 9 Uhr ist, also relativ früh. Na, wobei, nee, eigentlich nicht wirklich. Das ist eben das 9 Uhr. Ja, das heißt, das nächste Mal schlafen müssen wir erst 20 Uhr wieder. Easy. Brauchen wir also jetzt die Nacht plus einmal schlafen. Und dann mal gucken, ne? Dann sollte es eigentlich sogar schon passen. Easy. Es geht schon wieder bergauf und bergab und bergauf und bergab hier, ey. Ah. Haben wir mittlerweile schon den Teufelspass hinter uns? Naja, doch, doch haben wir schon hinter uns. Aber jetzt ist relativ gerade Straße. Sollte also jetzt ein bisschen ruhiger sein. Und nicht mal hier immer 16% Schaden. Naja, hat nicht schon 16%? Oder habe ich mich verguckt? Naja.
Guck mal, da wird sogar eine Werkstatt. Egal, jetzt haben wir mal endlich mal wieder mehr als 80 auf dem Tacho. Das lasse ich mir jetzt auch nicht nehmen. Hier ist so eine Straße, hätte ich gerne die letzten zwei Folgen gehabt. Einfach schön lang, gerade. Easy. Und nicht so ein Horrorpass und dann auch noch Regen und keine Sichtweite und Nacht und alles Kacke. Aus für der Stockerpartie hier. Weil diese Fahrbahn nicht so hell sind, dass du die Striche gar nicht mehr siehst.
Werkstatt. Da vorne ist auch wieder eine Werkstatt. Aber ich bin gerade so schön im Rausch. Ich will da gar nicht hin. Weil der... Die Framerate ist gerade auch im Rausch. Nicht, da sind Stangen. Ach, warte mal hier lang. Der Backend ist schon wieder gerade aufgeploppt, ne? Ist mir vor 1, 2, 3, 5 Folgen, naja, ein paar mehr, schon mal aufgefallen, ne? Dass der Backend aufgeploppt ist. Aber das müsste gleich schneller gewesen sein. Also, so wissen es, kommt mir die Szene gerade 1 zu 1 gleich vor. Oder ich durchlebe gerade ein Déjà-vu. Auch möglich. Der Framerate hier gerade. Holy shit, was ist denn los? What the fuck, dude? Ich glaube, das Spiel mag gar nicht, dass wir so schnell fahren, wie wir gerade fahren. Wobei es aber auch immer nur so manche Stellen sind, ne? Weil das hier wirklich schon gerade echt übel ist. So, und schon geht's wieder. Jetzt wieder nicht. Sehr inkonsistent. Die Framerate. Das Witzige ist, die CPU ist die ganze Zeit gleich ausgelastet. Die ganze Zeit bei so um die 22. Na, 22%. Sehr suspekt. Auch nur weg auf. Eieiei.
Was? Lol. Ich glaube, es liegt wirklich an der Geschwindigkeit. Bin gerade etwas langsamer geworden und bumm, war Stockern weg. Jetzt wieder super 60 FPS. Hä? Wenn hier echt so viele neue Objekte geladen ist, das Spiel absolut nicht daherkommt? Lol. So, wenn gerade ich mal langsam bin, hätte ich die Gelegenheit gleich mal hier ein bisschen zu tanken. Schon wieder halb leer und wir müssen sowieso noch einmal tanken. Aber der Tank könnte jetzt sogar für die gesamte restliche Strecke reichen. Weil so ein einmal voller Tank reicht so 1500 Kilometer, Meilen. Bei normaler Fahrweise. Und da wir ja ein bisschen speeden, haben wir so fast, naja, also bis zum Doppelten davon. Können wir jetzt hier eigentlich auch nochmal pennen gehen gleich, ne? Gute Idee oder nicht? Scheiße Idee, wir finden hier nicht mal einen Spot zum Pennen. Oh, kommen die Autos her? So. 46 Stunden. Ja, wir haben immer noch gut 30 Stunden plus. Schon wieder? Ach stimmt, nee, wir hatten letztens 40 Stunden plus. Und haben nur einmal geschlafen. Ja, jedenfalls haben wir immer noch 30 Stunden plus. Ey, wir hatten irgendwie 24 Stunden brauchten wir noch. Und 64 Stunden hätten wir noch Restzeit gehabt. Also eben, 40 Stunden plus. Und jetzt haben wir noch 30. Alles gut. Oh, da vorne können wir auch pennen. Wobei sieht aus, als wenn es nur für die andere Seite ist, ne? Ja, ist nur für die andere Seite. Da hinten ist irgendwie so eine Raststätte oder sowas. Oh, hier ist wieder City-Bereich. Sehr geil. Gar keinen Bock mehr. Cool. Mhm. Was ist da vorne los? Als die Konvoi gerade oder was? Holy shit, da vorne sieht ja super voll aus. Oh mein Gott. Läuft er bei uns? Ich zieh mal hier zur Seite. Ist da vorne so unberechenbar mit den ganzen Autos? Ja, guck mal, wie voll das da vorne ist. Vollkatastrophe. Da vorne kommt schon wieder eine City, kann das sein? Ah, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, Mann, ey, was ein Kindergeburtstag hier. Und der geht jetzt nicht mal einen Schlafplatz, den man nutzen kann. Ey, ich will mal langsamer.
Was denn los hier, Alter? Ich überhole mal, dachte, ne? Mhm. Am besten eine, wo man nicht überall 30 fährt. Aber sieht das schon wieder nach Regen aus, oder? So ein bisschen. Bloß nicht hinaufbeschwören. Oh, das ist ja eine süße Lok. Hui. Auch wieder nur 6 Waggon. Geil. Oh, hier sind die großen Wässerungsanlagen. Oh, man sieht voll nach Regen aus, Alter. Ach, du Scheiße. Hinter uns sieht es extrem nach Regen aus. Oh Gott. Hier ist ja auch wieder super unübersichtlich. Was macht denn der Junge da? Oh, hier vorne kann ich schlafen. Oh, halt nicht, hätte ich. Wo kann ich jetzt hier pennen? Da hinten. Hoffentlich auch mit Auflieger. Sieht nicht gut aus. Geht doch. So. Was finden wir hier? Wenn schon wieder. Ja, ich dachte schon, wird wieder so eine Ringfashion hier. So, die Motorfehlfunktion war gerade ein Hilferuf, dem wir nachgehen werden. Ja. Unsere Versicherung freut sich. So, wir können besser, wenn wir hier. Oh, alles zurückzahlen. Wow. Gut. Dann, ja, bis zur nächsten Folge.